Hallo, in diesem Video wollen wir gemeinsam eine erste und einfache Android-App entwickeln. Die App hat den Namen Color Changer und besteht aus einem einzigen Screen mit einem Button. Bei Klick auf den Button soll sich die Hintergrundfarbe von diesem zufällig verändern. Im Detail werden wir uns folgende Punkte erarbeiten. Beginnen werden wir mit der Erstellung eines Android-Projektes über den Android Studio Wizard. Im nächsten Schritt werden wir einen Emulator erstellen, um unsere App zu testen. Weiter geht es mit den ersten Schritten in Android Layouts. Der wesentliche Teil der App besteht dann in der Abarbeitung von Click-Events, welche wir über die Implementierung eines On-Click-Listener umsetzen. Zuletzt werden wir das Attribut Hintergrundfarbe des Buttons zufällig verändern. Nach dem Start von Android Studio werden wir über eine Willkommensansicht begrüßt. Dort finden wir unterschiedliche Optionen, um Projekte zu starten bzw. zu öffnen. Hier wählen wir Start a new Android Studio Project, um ein neues Projekt auf der grünen Wiese anzulegen. Dies öffnet einen sogenannten Wizard, der uns Schritt für Schritt durch den Erstellungsprozess führt. Innerhalb jedes Schrittes müssen unterschiedliche Informationen zur Projekterstellung eingegeben werden. Wir beginnen mit der Festlegung eines Namens für unsere App. Unsere App wollen wir Color Changer nennen. Weiter geht es mit der Company Domain, welche dann auch den Paketnamen für unser Projekt vorgibt, wie in der unteren Vorschau ersichtlich. Es kann eine beliebige Eingabe gemacht werden. Ich belasse hier example.com, der Wert könnte ohnehin später abgeändert werden. Als nächstes muss der Speicherort für die App angegeben werden. Hier ist ein beliebiger Ordner im Dateisystem zu wählen. Ich belasse hier C-Examples Color Changer, wie die Vorgabe angibt. Android-Apps können auch mit der Programmiersprache Kotlin bzw. C++ entwickelt werden. Als der Voreinstellung wird ein Java-Projekt erstellt. Wir entscheiden uns für diese Option und klicken nichts an. Mit Klick auf Next kommen wir zum nächsten Schritt. Das Android SDK liegt in unterschiedlichen Versionen bzw. API-Leveln vor. Je nach gewünschtem Verbreitungsgrad muss eine Mindestanforderung festgelegt werden. Für eine detaillierte Übersicht der Verbreitungsgrade bzw. Features je Version bietet der Wizard eine Hilfsübersicht an. Wir entscheiden uns vorerst für Android Version 6.0. Es können auch unterschiedliche Gerätetypen, wie zum Beispiel Wearables, unterstützt werden. Dies ist aktuell nicht der Fokus unserer App und wir belassen die Auswahl auf Phone und Tablets. Mit Klick auf Next gehen wir zum nächsten Schritt über. Android Studio bietet generische Templates für die erste Activity der App. Dies kann als Zeitersparnis genutzt werden. In unserem Fall starten wir mit einer leeren Activity, da dies vorerst ausreichend ist. Mit Klick auf Next kommen wir zum letzten Schritt im Wizard. Im letzten Schritt können wir noch einen Namen für die erste Activity vergeben, beziehungsweise auch ein zugehöriges Layout generieren. Hier belassen wir die Einstellungen so wie angegeben auf Main Activity und beenden den Wizard mit Klick auf Finish. Das Projekt wird erzeugt und Android Studio wird geladen. Die Java-Klasse Main Activity und das zugehörige Layout wurden generiert und bereits geöffnet. Um unser Projekt innerhalb eines Emulators testen zu können, müssen wir über den Android Virtual Device Manager, kurz AVD Manager, einen Emulator erstellen und ausführen. In der Symbolleiste rechts oben finden wir das Icon des AVD Managers. Selbiges würden wir auch unter dem Menü Tools AVD Manager finden. Wir öffnen den AVD Manager und starten die Erstellung eines neuen Emulators mit Klick auf Create Virtual Device. Ähnlich wie für die Projekterstellung bietet Android Studio einen Wizard für die Erstellung eines neuen Emulators an. Im ersten Schritt muss ein Gerät ausgewählt werden. Hier gibt es einerseits unterschiedliche Geräteklassen, wie zum Beispiel Smart TVs, Smartphones
Wearables oder Tablets. Andererseits können innerhalb der Geräteklassen unterschiedliche Größenoptionen ausgewählt werden. Wichtig ist ebenfalls, ob der Play Store und damit alle Google-Dienste, wie zum Beispiel Google Maps, am Emulator verfügbar sind. Wir wählen das Smartphone mit dem Namen Nexus 5X und klicken auf Next. Im nächsten Schritt muss das entsprechende Image für den Emulator gewählt werden. Generell können Images für beliebige Android-Versionen heruntergeladen werden, um eine App zu testen. Für eine produktive App sollte dies auch getan werden. In unserem Fall verwenden wir API Level 27 Oreo und gehen mit Klick auf Next zum nächsten Schritt. Im letzten Schritt können wir unter anderem einen Namen für den Emulator festlegen. Ich belasse den Namen bei und beende die Erstellung mit Klick auf Finish. Nun ist der Emulator in der Liste der Emulatoren eingetragen und kann mit Klick auf das Play-Symbol gestartet werden. Der erste Start des Emulators nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Die nächsten Starts gehen dafür aber um ein Vielfaches schneller. Wir schließen die Liste der Emulatoren und können mit Klick auf das Play-Symbol unser Projekt im Emulator starten. Es wird uns noch die Möglichkeit geboten, aus einer Liste von verknüpften Geräten auszuwählen. Hier findet sich derzeit nur ein Emulator und somit ist nur ein Eintrag in der Liste aufgeführt. Mit Klick auf OK laden wir das Projekt im Emulator. Wenn wir zum Emulator wechseln, sehen wir das geladene Projekt. Hier ist aktuell noch nicht viel zu sehen. In den nächsten Schritten wollen wir nun die gewünschten Funktionen implementieren. Das erste, das wir anpassen wollen, ist das Layout. Dazu öffnen wir die entsprechende Datei. Unser Ziel ist es, einen Button zentriert im Layout darzustellen, mit der Aufschrift Change My Color. Aktuell sehen wir eine Text-View mit der Aufschrift Hello World an dieser Stelle. Um die entsprechende Änderung durchzuführen, wechseln wir in die Text- bzw. XML-Darstellung des Layouts. Dort können wir die Text-View einfach in einen Button umbenennen. Zusätzlich können wir den Text Hello World in Change My Color abändern. Wenn wir auf die Design-Ansicht wechseln, wird das gewünschte Ergebnis bereits dargestellt. Da wir den Button im Code ansprechen wollen, benötigt dieser eine eigene ID. Mit Klick auf den Button werden rechts alle zugehörigen Attribute angezeigt. Dort können wir das Attribut ID mit dem Wert ColorButton setzen. Das Layout ist vorerst abgeschlossen und wir können zur Java-Klasse MainActivity wechseln. Um einen entsprechenden Klick auf den Button im Code abzuarbeiten, benötigen wir einen OnClickListener, welcher mit dem Button verbunden wird. Am einfachsten ist es, wenn die Klasse MainActivity das zugehörige OnClickListener-Interface implementiert. Dazu erweitern wir die Klassendefinition und führen das zu implementierende Interface mit dem Schlüsselwort Implements an. Das Interface OnClickListener ist als inneres Interface innerhalb der Klasse View definiert. Nach Eingabe der ersten Buchstaben bekommen wir bereits einen Implementierungsvorschlag von Android Studio und können diesen mit Klick auf Enter bestätigen. Über die rote Glühbirne bzw. den rot unterwellten Codeabschnitt wird uns ein Fehler in unserem Quellcode angezeigt. Wenn wir die Glühbirne öffnen, sehen wir die Möglichkeiten, um diesen Fehler zu beheben. Da die Klasse MainActivity das entsprechende Interface implementieren soll, müssen natürlich die zugehörigen Methoden des Interface auch implementiert werden. Wir wählen die Option Implement Methods und wählen die Methode OnClick des OnClickListener Interface. Mit Klick auf OK bestätigen wir die Auswahl und beheben somit den Fehler.
Vorerst wollen wir nur einen sogenannten Toast in der Methode onClick ausgeben, um das Verhalten zu testen. Der Toast soll Button clicked für einen kurzen Moment anzeigen. Die Klasse Toast bietet mit der Methode makeText eine statische Factory-Methode an, um eine neue Instanz der Klasse Toast zu erzeugen. Die Methode makeText verlangt drei Parameter zur Erzeugung. Der erste Parameter ist der sogenannte Kontext. Hier können wir die Instanz der Activity mit dem Schlüsselwort this übergeben, da die Klasse Activity von der Klasse Context erbt. Als zweiten Parameter soll der entsprechende Text, welcher angezeigt werden soll, übergeben werden. Hier legen wir einen String mit Inhalt Button clicked fest. Zuletzt soll noch ein Parameter für die Dauer der Darstellung des Toasts angegeben werden. Dazu ist eine statische Konstante auf der Klasse Toast definiert, für eine lange bzw. für eine kurze Anzeige. Wir wählen Length Short für die kurze Anzeige. Über den Aufruf der Methode Show wird der Toast entsprechend angezeigt. Wir haben nun alle Aspekte implementiert, um die Behandlung des Click-Events durchzuführen. Nun fehlt uns noch die Verknüpfung mit dem Button aus dem Layout. Dazu können wir innerhalb der Methode onCreate die Methode findViewById nutzen, um eine View aus dem Layout mittels einer ID abzufragen. Wir haben unserem Button die ID colorButton gesetzt, welche wir nun nutzen können, um die Instanz des Buttons abzufragen. Letztlich müssen wir nun noch den entsprechenden ClickListener mit dem Button verknüpfen. Dazu hat der Button eine Methode setOnClickListener, welche wir mit der Übergabe von this den implementierten OnClickListener zuweisen. Mit Klick auf das Play-Symbol können wir unsere bisherige Implementierung am Emulator ausführen. Durch das Klicken auf den Button wird ein kurzer Toast mit dem gewünschten Text abgesetzt. Die Ausgabe des Toasts dient uns als Beispiel, um aufzuzeigen, wie die Abarbeitung eines Button-Klicks in Android realisiert wird. Im Folgenden wollen wir noch die gewünschte und zufällige Änderung der Hintergrundfarbe des Buttons realisieren. Der OnClick-Methode wird bereits das User-Interface-Element, auf das geklickt wurde, als Argument übergeben. Das Argument ist vom Typ View, da alle User-Interface-Elemente von der Klasse View erben. Alle Attribute einer View, sowie eben auch die Hintergrundfarbe, können über eigene Getter-Methoden abgefragt werden bzw. über eigene Setter-Methoden geändert werden. Zur Änderung der Hintergrundfarbe gibt es die Setter-Methode setBackgroundColor, welche einen Parameter mit dem Namen Color und dem Typ Integer für die Angabe eines Farbwerts entgegennimmt. In unserem Fall wollen wir den Farbwert zufällig generieren. Dies lagern wir am besten in eine eigene Methode aus. Wir geben der Methode den Namen getRandomColor. Diese Methode hat dann einen Integer als Rückgabewert. Den Methodenaufruf können wir auch gleich als Parameter der Methode setBackgroundColor setzen und im nächsten Schritt dann die entsprechende Implementierung der Methode durchführen. Das Android SDK bietet die Klasse Color, mit welcher sich über statische Hilfsmethoden Farbwerte erstellen lassen. Es gibt die statische Methode RGB, welche abgekürzt für Rot, Grün, Blau steht. Diese ermöglicht uns die Erstellung eines Farbwerts durch die Angabe der Intensität der entsprechenden Farbkanäle. Für die Intensität je Kanal kann ein Wert zwischen 0 und 255 angegeben werden. Dies würde genau einem Wert von 8 Bit je Farbkanal entsprechen. Wir wollen jeden Farbkanal über einen Zufallswert bestimmen, innerhalb des Intervalls 0 und 255. Dazu erstellen wir uns drei Integer-Variablen mit den Namen R, B und G.
Für die Erstellung der entsprechenden Zufallszahlen können wir die Hilfsklasse Random nutzen und machen uns eine neue Instanz dieser Klasse. Für Random gibt es eine Methode NextInt, welche eine Zufallszahl generiert, welche mit einer exklusiven Schranke nach oben begrenzt wird. Wir initialisieren die drei Werte mit NextInt aufrufen. Zu guter Letzt wollen wir das Ergebnis unserer Arbeit noch live im Emulator testen. Dazu klicken wir auf das Play-Symbol. Sehr gut, wir haben erfolgreich unsere erste App entwickelt. Und damit endet das Video.